Sodele, dann wollen wir doch mal loslegen, oder? Starten wir. So, Musik aus. Das machen wir mit ein. Wir haben nämlich auch einen Gast bei uns, das ist die Shadow Mousy. Die ist dabei. Und ja, wir starten Starfield. Wir schalten auch gleich schon mal rüber. Ah, da fehlt dir noch was. Verdammt. Warte, 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 Leute. Pass auf, wir machen Folgendes. So, da bin ich. Dann kommt. Ah, ich hab was vergessen. Nein. Wo haben wir denn das? Wo haben wir das gehabt? Verdammt. Da, da. Ich muss ja noch die Bildschirmübertragung machen. Sonst seht ihr ja nichts. Da, da, ne? So. Ja, wunderbar. So. Ja, das oben, was ich denn hab, das blende ich aus. Pass mal auf. Ich schalte jetzt mal rüber. So. Das Ganze oben, was da alles ist und steht und tut und macht, das nehme ich jetzt mal weg einfach. Weil wir wollen das Spiel genießen, ne? Deswegen. Wo haben wir das denn? Das müsste das sein, ne? Genau. So, ich weiß gar nicht, wo ich mich hinschiebe. Das sehen wir auch gleich. Ich bleibe erstmal hier oben und wir gucken einfach. Ne? Das sehen wir. Gut. Dann schalte ich mal die Shadow Mouse mit rein. Hallöchen. Hallöchen. So. Dann übertragen wir auch. Das Spiel? Ja, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Okay. Gut, dann wollen wir nochmal, wa? Nein, meine Maus ist weg. Nee, ich bin da. Ich bin schon Achso. gestartet. Ich bin schon gelandet. Okay. So. Wir starten. Neu. Freu, freu. Sie könnten das Spiel nicht starten, erst am 6. Was? Ich möchte aber. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Hör Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sternendock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu sprengen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja?
So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen. Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Ich muss auch noch arbeiten. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Feld... Mein erstverdientes Geld. Geil. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dustys? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo. Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Ist das alles sicher? Klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Ja. Ich muss ganz kurz was gucken hier. Ja. Ja, ich habe eigentlich habe ich ja das ausgemacht. Okay. So. Achso. Wieso, was hast du? Was ist los? Ja, die Dialog war noch an gewesen. Ach, war noch an bei dir? Okay. Ja. Obwohl ich ausgeschaltet habe, deswegen habe ich jetzt alles ausgeschaltet. Das Interface. Die Dialoge. Ja. So, du bist schon am Bohren? Ich hab kurz gebohrt, ja. Ich bin schon ein Stückchen weiter, ich stehe jetzt hier und warte. Mhm. Oder ich komme zurück und gucke, ob ich dich sehe. So. Was soll ich denn bohren? So, okay, schuften, los. Geh, wo soll ich denn bohren? Hier ist Loch rein. Das steht doch da. Was? Na gut, dann geh ich mal gucken. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Gruselig mit dir. Bin ich froh, wenn wir hier weg sind. Das erinnert mich gerade volle Kanne an... Jetzt muss ich überlegen. Ich bin beschäftigt. Darf jemand auf? Fallout? Nee. Nicht? Wie ist das Spiel? Ah, so geht das, okay. Also, noch ein paar Löcher in der Rede. Oh, muss ja die Taschen am Band machen. Die sind soweit. Beide Taschenlampe ist wohl kaputt. Ach so, gehalten. Ich muss halten drücken, okay. Und sollte auch lesen, Maus. Ja,
Jetzt habe ich's. Red Faction. Das Spiel. Red Faction, ja, kenne ja. Ich. Ja, okay. Das war auch da auf dem Mars im Bergbau. Bist du auf die Broschüren Arbeit. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Du passt gut dazu. Okay? Ach, das wird den Mary auf jeden Fall gefallen. Also ich meine, aber sie sind nette Leute. Es ist schon so wie Skyrim und so. Also es läuft echt flüssig. Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin schon dran, das wieder auf Ultra zu stellen, was eigentlich sein sollte. Nee, das kann ich nicht. Und ich muss sagen, du kommst mit mir. Du kannst mit den Leuten reden, was eben kein Spiel war. Was? Doch. Und die reden unterschiedlich, also mehr Sachen, nicht immer gleich so immer dasselbe dann. Ach so. Ja. Nee. Voll geil. Einfach machen. Oh, kein Ruckeln oder so. Du bist wieder auf Ultra. Los geht's! Sieht das so aus, wenn ich das ernten kann? Schade. Hella, die Werte. Ja, was das angeht. Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach. Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. So. Habe ich mal kurz mit der Kamera wieder eingefügt. So. Dann wollen wir mal weiter abbauen hier, wa? Ja, mach mal. Oh, Unterfall hier. Tot. Es gibt Schneeweiß. Mhm. Gibt es ja auch Licht? Ja. Licht. F gedrückt halten, aber ich weiß nicht, ob du das schon darfst. Oh ja. Es gibt kein Blau und es gibt kein Gelb. Das ist doch frech. Ja, hier unten ist echt dunkel. Kann auch nicht mal meine Farbe nehmen. Ach, da das oben ist gemein. Ich hab den Übergang nach. Also diese Brücke habe ich gar nicht gesehen, ich bin runtergefallen. Ja gut, jetzt baue ich hier unten ab. Auch schön. Naja, ganz dünn bin ich jetzt auch nicht. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, cool. Ich gehe erstmal ganz anderes Spiel. Oh. Kannst ein Viereck und Kopf machen. Ein Viereck? Oh. Also ein Käse im Kopf. So. Ja, mach mal so abgucken. Abbau, ne? Sechs. Ich weiß noch nicht, also. Ja, das sieht okay aus. Verfeinern. Man kann auch verfeinern. Achso, was sind das? Du verfeinerst also. Lecker.
So, und an die Zuschauer, die vielleicht später mal reingucken oder jetzt reingucken, nachher muss ich kurz den Stream beenden, um genau 6 Uhr, dass ich dann meine Frau, also Eulinchen, kurz zur Arbeit fahre und dann geht's weiter, danach vergessen sie. Oh nein. Was haben die denn? Alter, was? Das sieht ja grausam aus, die Haare. Ah, schalte mit F1 aus, okay. Also das wird Eulinchen auch gefallen. Sie wird heute Abend übrigens auch streamen, das Eulinchen. Ah. Gibt's ja auch Zöpfe oder so? Ah, da gibt's Zöpfe. Okay, das sieht ja schon mal. Das Gesicht muss ich unbedingt ändern. So viel Geld hängt hier an der Wand. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Ja, Pippi Langstrumpf-Zöpfe nehme ich auch gern. Was okay. Geld an der Wand? Was ist Geld? Ja, ich baue gerade mal ab hier. Oh, du baust nicht mehr ab? Nee, ich bin schon ein Charakter. Gesicht und so. Ah, oh Gott, aber das kommt auch noch. Okay, also das sind die einzigen Haare, die mir jetzt gefallen haben. Da gibt's schon gruselige Haare, muss ich dir sagen. Die gruselige Haare. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich meinen mache. Siehst du irgendwas? So, Haarfarbe. Guck. Also, ja. Oh, aber Haarfarbe sind schon. Ah, gibt's noch? Okay. Oh. Hier? Ja, ja. Ja, wenigstens Käsefarbe. Das ist doch schon mal. Kann ich ranzoomen? Nein. Achso, nehmen wir Augen. So. Hm. Ich wollte mich vor allem erschrecken, Leute. Die fliegen hier. Oh, wie geil. Mega. Das ist ja geil. Geil. Was? Nochmal, was? Diese kleinen Partikel, die fliegen ja hier rum. Wenn du dagegen läufst, dann fliegen sie weg. Ja, Gravitation nennt man sowas, ja. Also wie auf die Augen zu lassen. Wie auf der Erde. Was? Wie auf der Erde. Ja, da gibt es auch Gravitation, ja, ist richtig. Ah. Nimm das seltsame Objekt. Mit V. Nein, ich kann's nicht. Noch die Nase ändern. Aber vier Möglichkeiten haben sie leider nicht. So wirklich. Nase? Keiner braucht Nase. Was sind Nasen? Das frage ich mich auch, aber. Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Stören. Kommt dir hier was bekannt vor? So. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich gleich nochmal die Musik leise oder sowas. Ich weiß nicht schon. Das sieht gut aus, der Typ. Meine Güte. Wir Mage-IDs. Wollen die mich verarschen? Es gibt. Warte mal, kann man da selber eine Nase zusammenstellen? Also, es gefällt mir überhaupt nicht. Keine Stupsnase? Oh.
Sieht doch schon fast so aus wie ich. Oh, ja, ich kann selber eine Stupsnase bauen. Okay, okay, okay. Jetzt bräuchte ich den Veri. Ich glaube, ich muss Veri wecken. Kann man nur ranzoomen? Drehen, ändern, aber ranzoomen kannst du wohl nicht, ja? Ja, gut, okay. Aber so, ja, passt. Dann wollen wir mal schön einstellen, ja. Passiert da überhaupt was? Da. Ja gut, dann heißt, ich kann das Gesicht ja doch ein bisschen noch ändern, ne? Warte mal. So, nee, da kann ich ja eigentlich gar nichts mehr machen. Das ist ja nur... Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh Gott, ey, warum kann man so viel machen hier? Echt, du kannst viel machen? Ich weiß ja nicht. Gucken, wie ich das mache. Sieh so alt aus. Ich sehe so alt aus. Ja, muss mich irgendwie immer machen. Ist das eine Maus? Nee, das ist nicht. Nein, das ist. Nein. Oh. Nein. Oh. Aber. Doch irgendwie. Ja, aber das ist. Das sieht aus wie ein Äffchen. Wie ein Menschenaffe. Wie ein Menschenaffe. Oh, Zähne. Da gibt es Vampirzähne oder? Okay, ich kann schwarze Zähne machen. Lol. Ja, mein Hals. Oh, ich hatte so viele Frisuren. Warum? Du machst da einen männlichen Char, ne? Ja. Guck mal auf die 40, ob da auch so ein... Ist das so ein... Ja, sehr viele Haare verloren hast. Würde mich interessieren. Sehr viele Haare verloren. Ich habe sehr viele volle Haare. Okay. Hautästhetik? Was ist Hautästhetik? Oh Gott. So. Hier gibt's auch nichts. Ja, ja, ja. Ach, mein Lord. Ich komme zum Arbeiten. Nein, das ist natürlich nicht. Ich glaube, die Zähne, das passt eher so. Ah, so. Ich glaube, das ist Schmutz, ne? Wie schmutzig ich bin. Tamed. Nein, ich bin nicht schmutzig. Ich bin nicht schmutzig. Das sagst du. Das brauche ich auch nicht. Namen? Nee, will ich auch nicht. Aber warte mal, Gesichtsform. Oh doch, da kann ich vielleicht noch älter werden. Ich will doch jung sein. Tattoos. Ja, bin gespannt. Gibt's meinen Bart? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Spiel deinstallieren. Weg damit. Das will ich nicht. Okay. Hey, mach mal keinen Tattoo. War zwar schön, aber... Ich glaube, 12? Na gut, klar, ich meine, ich habe gerade ein bisschen Fieber. Also so ist es nicht, aber... So sieht das eigentlich immer aus. Ja. Gott, aber man kann ja wirklich... Da, nee, das ist Schmutz. Was ist denn Taint dann gewesen? Ich kann mich schmutzig machen, Alter. Ist ja cool. Warum willst du dich Dreck schmutzig machen? Nein, ich mache mich nicht schmutzig, natürlich nicht. Augen, oh mein Gesicht. Nein. Warum so viel? Ja, was?
Wenn ich nicht so alt wäre. Na, was, wie alt bin ich denn da? 90? Keine Ahnung. Aber ist okay. Hintergrund. Ja, das ist halt so. Es gibt viele, viele Klassen, Alter. Ui. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, da muss ich wohl lesen. Uiuiui. Oh, das könnte ja eine Weile dauern. Bildhauer? Oder ist das jetzt. Ja, obwohl, das wird vielleicht mehr so. Wirklich so. Ja, also, es dauert ein bisschen jetzt hier, ne, mit der Einstellung, das ist klar. Wir kennen es ja nicht anders. Ne, das sind schon die Start Skills. Stimmt ja. Okay. Dings da. Schrotflinte. Kopfgeldjäger. Das klingt schon mal gut. Werden aber bestimmt viele machen. Und Sanitäter. Guard. Ein Türsteher. Ja, okay. Ja, das ist jetzt. Komm, ich glaube, ich nehme das. Oder Kopfgeldjäger. Ja, ich würde sagen Kybernetiker. Ja. Okay. Okay. Das klingt ja nach. Nach mir. Oh ne, Empath. Okay. Also Alien-DNA, das klingt doch schon nach mir, oder? Alien-DNA, oh Gott. Universaler Traumhaus. Heldenverehrung gesungen. Ja, gesucht kann man machen, ja. Und das war's eigentlich, oder? Also wir sind wirklich gleich durch, ne? So eine Stunde. Alter Schwede, ey. Warum gibt es immer so viel? Früher hast du nur ein, zwei Charakter ausgesucht. Fertig. Heute kannst du wirklich jedes bisschen kannst du verändern. Mann. Jeder Gesundheit und hast nur Sauerstoff, allerdings sind Heilen. Ach so, ne, dann ist das aber Kacke. Scheiße. Man kann so. Mit introveniert. Also nicht gedingst werden. Nicht kombiniert werden. Ach so, also genau das Gegenteil. Ah, okay. Okay. Kinderkram. Was? Ich gebe doch den Eltern nicht noch Geld. Hallo, geht's noch?
Ich weiß nie, was ich hier als Merkmale nehmen soll. Schlange umarmen. Wenn ich nicht regelmäßig springe. Ja, das hält schon. Aber Heldenverehrung. Ab und an taucht ein nerviger, riesiger Fan. Labe dich voll. Oh nein. Okay. Okay, okay. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Muss ich jetzt irgendwas machen? Beenden drücken, oder? Hoffe ich. Oder das Beenden jetzt Ende und ich bin wieder raus. Ich hoffe mal nicht. Sie haben alles eingestellt. Am 6. können Sie loslegen. Nein. Na, dann muss ich schon fast wieder ausmachen. Ich darf doch bestimmt nicht streamen, wenn man wirklich arbeitet. Achso. Der Ärger. Wieso hat man ein Tattoo am Dings hier? Im Kopf, ja. Ja. Bestätigen. Okay, bei mir geht's los. Uhaha. Ich nehme das von unserem Kater. So passt es. Also, ja, aber. Ja, so, schon gut. Moin, moin. Oh, da kriegt der Kopfschmerzen, oder? Alles mitnehmen hier. Ich kann hier klauen, Alter. Cool. Warum kann man so viele Hintergründe holen? Oh mein ich Gott. Keine Ahnung. Oh Gott. Das kann sich nur Stunden handeln. Also. Hier blubbelt was. Ihr solltet da vielleicht mal was einstellen. Ihr braucht das doch nicht, oder? Zum Reparieren oder so. Kontrolle, Sprintkontrolle. Alles meins, ja? Gehört alles mir? Ihr braucht das nicht? Fürs Schiff oder so zum Reparieren? Finde ich sehr gut. Ich räume die mal leer, Alter. Ich bin bestimmt gleich voll, dann kann ich laufen. Oh nein. Schalter, was passiert denn da, wenn ich da drücke? Darf ich das? Na, scheinbar darf ich. Also, wo geht's denn da hin, junge Dame? Ach, da komme ich her, oder?
Zum Glück bin ich immer so neugierig. Mach ich das auf? Ja. Entsperren Meister. Bin ich nicht Meister? Ich bin doch bestimmt Meister. Ach komm schon. Hier. Los, geh auf. Nein. Schade. Ist schon frech. Sieh dich bloß überall um. Ich habe schon Geld gefunden. Ich bin schon reich. Das erste Schiff kommt. Gehe ich jetzt nicht wieder runter? Also entweder nehme ich Frachtflieger. Frachtflieger, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich genommen hatte. Schon zu lange her. Also doch, ja, irgendwas mit Kybernetik, irgendwas meine ich. Ja, ja, das hatte ich. Und Kopfgelder, also Kopfgeldjäger, das hat mich auch interessiert. Ja, ich muss erst das Spiel, muss erst wissen, was es hier genau gibt und so. Ja. Das ist halt, nee, dein Essen kannst du selber essen. Das will ich nicht. Das Würmer? Ach nee, das ist ein Löffel. Ich dachte, das ist ein Wurm. Ich brauche die Taschentücher, guck mich nicht so an. Frech. Könnte heulen. Aber schön, dass ich euch beklauen darf. Echt ohne Witz. Alter, ich knall dich ab. Hier woanders labern. Das ist meine. Ich nehme Frachtflieger. Da kann ich wenigstens auch ein bisschen was mittragen, Gewichtheber. An Ausrüstung, okay. Gegenstände und sowas. Also ich kann mehr klauen. Fliegen und ballistische Systeme. Wie passt das? So. Alien-DNA. Ich hab's gewusst, wir sind Aliens. Warum so viel? Ich bin total befordert, echt wahr. Ja, wir gucken auf jeden Fall, ja. Also, pass auf. Und auf jeden Fall Audiologs, die vorgelesen werden, finde ich gut. Jetzt bin ich vorbei, frech. Ich dachte, ich bin der Boss. Ah, oh, da ist noch so ein Gewehr. Kann noch nie genug haben davon, oder? Kann ich verkaufen. Leg den Helm an, ja, mach ich. Helm. Warte, mit dem Bereich oder nichts. Rechtssystem oder was? Nee. Nimmst du einen Status? Bist du bei mir? Ja. Ha? Ah, okay. Was muss ich noch dran gewöhnen an das Menü? Okay.
Wolken aus. Ich nehme mal die drei, mal gucken. Vielleicht passen die ja, ne? Schau mal. Mhm. Name, oh Gott. Was hast du denn für einen Name genommen? Was hast du genommen? Was hast du denn für einen Name genommen? Shadow Mousy? Ah, der Originalname. Hab mir deine Akte eine Weile lang nicht angesehen. Gut qualifiziert. Die Musik, glaube ich, Ferntransport ist quasi wie Mining. Nur sitzt man mehr. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Das ging recht schnell. Hey, ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Geht sicher gleich wieder. Viel wichtiger ist, wir haben, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht... Als Waffe kriege ich Waffe? Ich möchte gerne eine Waffe. Ja, da ist eine Waffe. Unser Constellation. Waffe wechseln? Nein, wachse. Moment. Scheiße. Dieser Entdeckertrupp? Ich habe noch was gesehen, was ich machen muss. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde gibt. Du siehst nicht gut aus. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Da möchte ich nichts haben. Kann ich das löschen? Alles okay. Willst du einen Kaffee oder so? Wohl nicht. Irgendwo habe ich was. Das denn löschen? Oh, gerne. Oh, die Schichten kommen mir immer länger vor. Wo kann man Waffen wechseln? Wieder Credits sparen. Ha, typisch. Mein Argos hat eigentlich kein so gutes Händchen. Aber das heute war ein Volltreffer. Das ist Raumschiff-Quatsch. Muss ich hier gucken. Ach, kann ich das, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war, ha? Kann eine Waffe laden, aber kann ich noch eine Waffe haben? Ich habe schon für Crews gearbeitet, die nicht mal Medis dabei hatten. Tag, was mache ich noch rein denn? Aber nicht Dingsen, Alter. Ich will nur mein... Was? Ich Schild. Arbeite. Gut, arbeite weiter. Arbeite weiter. Granola-Mix. Milch. Spind öffnen. Das kann ja wohl nicht löschen, ne? Irgendwie, dass ich hier gar nicht reinnehme. Blöd. Warte mal.
müsste das ja weg sein. Da ist halt nichts drauf, ist auch okay. Papiertücher, lol. Notizbuch. Kolben. Warte, ich bin auf Toilette. Das ist halt so der Hammer, ne? Man kann wirklich alles mitnehmen hier. Ja. Toilettenpapierrolle. Alter, das ist ein Pömpel. Kann ich auch mitnehmen. Du bist kein Pirat? Ich bin kein Pirat. Ich bin was Besonderes. Da ist ja auch einer. Ich hab genug Muni. Stirb. Ja, schön. Bin beschäftigt. Bis später. Okay. Aber die Frau sieht jetzt viel besser aus, wie du ne. Reichheit. Aha. Da steht wenigstens kein Pümpel im Dings hier. Im Toilette. Chat notieren muss ich noch lernen. So leicht ist es nicht immer. Oh, erstmal looten. Mal lauert vielleicht Gift oder. Der ist schön ist hier. Oh cool. Wir haben ganz schön viel Blut drin. Das kriegen wir schon alles hin. Kann ich trainieren? Ne? Oh, schade. Und also ich werde ja nicht klauen, ist los. Wie läuft man denn langsamer? Aber ich ja noch immer rennen. Nur ganz kurz was gucken. Einstellungen, Tastenbelegung. Lebst du noch? Oh, der lebt noch. Okay, aber ich glaube, ich habe alle gelootet, wa? Ja. Nee, dich noch nicht. Mach das. Fall um. Okay. Ja. Hey, alles okay? Was haben wir denn schönes gekriegt hier? In nächster Zeit lieber nichts Schweres. Oh, guck mal, schöne Waffen. Unka, unka. Ha. Nee, die macht nur 4 Schaden. Okay. Mit R. Juhu. Ach nein, die schon wieder. Zieh ich mal die Waffe. Wie Lin dich hochgeholt hat. Puh. Was für Vision. Was hast du denn? Ist doch keine Schande, mal ausgenockt zu werden. Hier sieht jeder irgendwann mal Sternchen. Was ist das über mich? Hast du dich schon an Hellers Humor gewöhnt? Er wirkt faul, ist aber echt solide. Ja. Kein Interesse, egal was. Hast du nicht irgendwas zu tun? Ja gut. Karten noch kein. Ja? Alles okay? Ja. Willst du einen Kaffee oder so? Irgendwo habe ich was. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Mann, ich rede mit dir gar nicht, Junge. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Also lass es. Ei, ei. Unhöflich. Oh, Sandwich. Darf ich es mitnehmen? Gehen wir zu dem Meeting. Okay, das dir? Luftschleuse. Leg den Helm. Der Kunde ist hier. Los.
Und schon im Krieg? Nee, noch nicht. Items. What? Gut. Ich hab nur Ohr. Ist jetzt mein Diener? Cool, ich hab einen Diener. Du ersetzt also mein Veritax. Kannst du Rohstoff für mich sammeln? Also Berry konnte das immer. Der Captain. Das Schiff sieht echt beeindruckend aus. Was, bist du noch im Schiff? Ja, wir laufen gerade hin, ne? Das Raumschiff, was gerade runterkam. Ach so, ach so, ach so, ach so. Okay, okay, okay. Barrett? Lynn! Auf der Wegsteck? Okay. Ist lange her. In der Tat. Also wirklich sehr flüssig, genau. Ne, muss ich sagen. Bindi, oder? Ja. Kasal war sein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der Neue. Ach ja. Und alles lief... Aber warum liegen hier überall angeknabberte Sandwiches? Könnt ihr nicht aufessen oder so? Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich... Ja, da das ja sowieso meinst, das bräuchte ich das nicht klauen, weil ich bin im Schiff, deswegen oder? Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant auf den Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Schleudersitz? Was, Muni? Setz dich drauf mit dem Schleudersitz. Ich drück den Knopf.
Okay, das ist... So, Mann. Oh. Achso. Er ist quasi wie bei Station hier, Schalt gedrückt halten. Aha. Also da kann ich aber inzwischen System. Und auch nicht. Ich kann es nicht. Alter, halt gedrückt. Ja, mach ich. Achso. Achso. Ah, okay, okay. Ja, ja. Ob ich das auf. Dings wechseln kann. Warte mal, kann ich das oder kann ich das nicht? Zieh das so. Ja, schon. Gewendet sich dran. So, wie das, okay. Ja, man muss ja erstmal wieder reinkommen, ne? Auch mit dem Leben und Sachen und sowas. Jetzt ganz klar. Wir ziehen natürlich alle Leute aus, weil die waren alle böse. Ist ganz klar. Wie immer. Selten. Weißt du, wie man crouchen kann? Wollen Sie? Man was kann? Crouchen? Also schleichen? Also ducken? SRG. Ah. Okay, ich komme trotzdem nicht dran. Hier ist eine Alberwand, verdammt. Oh, da. Muss kämpfen. So, ganz kurz gucken hier. Brauchen wir nicht mehr, ist schon tot, braucht keine Raketen, Mann, meine Fresse. Du erklärt hast, was ich machen soll, Alter, habe ich schon alles getan. Sehr schön. Oh, ich bin schon überladen gleich. Noch nicht mal angefangen. Ach, Mann. So, warte mal, was? E um zu plündern. Ah. Nee, warte mal. Muss ich aussteigen dafür? Ah. Ist nicht wahr. Muss in den Weltraum. Wehe, die kürzen uns wie ehrlich. Ja, wenn das Management nachher irgendwas von Mithaftung labert, bin ich raus. Ja, gut. Nein, ich muss das looten. Ach, Mann. Ah, nein. Ich wollte looten. Ach, Kacke. Oh, das. Jetzt werde ich sauer. Die Crimson Fleet hat uns echt angegriffen. Spiel deinstallieren. Spiel. Ich kann doch nicht mal looten. Das ist scheiße. Alter. Hast du gesehen, wie Lin einfach auf was? Die Piraten. Rakete, wie Raketen, Abwehrmaßnahme. Hallo? Gibt es sowas? Nein? Okay. Muss ich ausweichen, denn?
Ja, soweit fertig, ne? Ja. Natürlich. Hey, das war gute Arbeit. Wie weiche ich ihn aus? Cool, dann wusste ich, wie weit die Rakete weg ist. Dann kann ich auch selber ausweichen. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgeknackt. Gib nicht auf. Dann hast ich bin der beste Weltraumpilot, den es gibt. Du kommst mit mir zu Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Nicht nur wüsste, wie man seitwärts fliegt. Das wäre natürlich geil. Aber nein. Scheiß Rakete, komm her. Wie sind Rakete schießen? Rakete schießen, Rakete, weil es C. Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was du draus willst? Kenn ich noch nicht. Das sind wir. Da fliegen wir hin. Okay, scheint okay zu sein. Okay. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinem Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Das ist doch schön. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Nachdem wir angegriffen wurden... Ich muss gar nicht hinfliegen für... Und weiterziehen. Argos kommt den Rest holen. Geh schon. Doch ein bisschen vielleicht schon. Okay. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Habe ich denn noch Treibstoff? Brauche ich Treibstoff? Oder? Sie folgen einfach der Leute. Wie alle Piraten. Oh, cool. Ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Den Planeten angucken. Nickel. Benzol. Aha. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Interessant. Ist auf jeden Fall cool. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Okay, ich bin Level 1, was? Warum bin ich kein Meister? Ich.
Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Ich hätte vielleicht ein besseres Schiff haben wollen. Ich bin in der externen Bucht. Kriegst du, wenn du das verdient hast, ja? Nicht vorher. Und vorher krieg ich ein besseres Schiff. Ja. Ja. So nicht. So nicht. Captain, ich führe sie bestmöglich. So, und du folgst mir jetzt, oder was? Folgt er mir? Leute, ach, ich gehe auch zur Not alleine. Wie, was bist denn du? Was bist denn du? Enttackel mich nicht an. Captain. Freund oder Feind? Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Ja, aber dass man die Waffen nicht so wechseln kann. Also das Schiff sieht echt geil aus. Also ich bin voll happy. Ah, kriegst sogar Credit. Also es erinnert mich echt an weiß schon, No Man's Sky mit den Scannen. Du kannst hier Sachen scannen. So, wie scanne ich denn? Oh, nee. Oh. Das an ausmachen? Gott, wie riesig die Karte ist. Ja gut, riesig, okay, riesig nicht. Oh, da ist das Ende. Kann ich dich auch bergbohren? Okay, oh, die Karte ist riesig, sagst du? Warte, ich muss mal kurz die Waffe wechseln. Au! Lass mal dich nicht wechseln. Warte mal. Wie kann ich denn? Ah, jetzt. Aber ich hab doch gar nicht. Ich hab doch eine Waffe drin. Wieso nimmt der denn? Ich hab die Meerstrom drin, also müsste ich doch schießen können. Ah, jetzt. Jetzt bist du aber am Arsch, mein Freund. Stimmt wegen den F, oder? Ah, okay. Gecheckert. Aber da stand doch scannen. Wie scanne ich denn jetzt hier? Analyse 51%. Ist das schon gescannt? Schilde bereit. Gehen Sie jetzt nicht so gecheckt, aber. Prozent gescannt. Ah, so. Ist das pro Kreatur oder so? Das soll man rauskriegen mit dem Scan. Aber mit dem F ist auch cool, dann siehst du wenigstens, wo du landen musst. Ja. Ach nee, jetzt, da guck mal, das habe ich E gedrückt. Dann geh ich nochmal hoch, glaube ich. Aber da kann doch kein E drücken, oder? Ich blöd. Nee, kann ich nicht. Es steht Robotik. Wenn ich gescannt werden, der weigert sich. Sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Aha. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht. Nehmen wir das doch mit, wa? Wer mit dem Zeug? Ja! Ist das schön! Ich krieg Rohstoffe! Hey, schieb mich nicht weg. Ja, toll ist das. Da
sprengen? Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der Relativ- Helium 3 gibt es auch, ja? Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. So schöne Bomben bauen mit. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon. Bist du schon auf dem Planeten gelandet? Nee, ich fliege gerade hier im All herum. Du bist noch am Üben, aber Raumschiff haben dich noch nicht angegriffen, oder? Eilig noch nicht. Okay. Kommt gleich. Nein. Ja, aber es war eigentlich okay. Wenn du dich ein bisschen mit der Dings betraut machst, mit der Steuerung, geht das eigentlich ganz gut. Ah, okay. Lerne fliegen. Ja, lerne fliegen. Wenn wir gleich genug Rohstoffe haben für eine Basis, wa? Energie zu den Schiffen. Mehr Energie erhöht deren. Das Blei. Sehr schön. Das ist bestimmt zum Müll. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Soll ich da reingehen? Naja, gut, gehen wir erstmal rein. Da ist aber bestimmt Loot. Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein. Also Steuerung muss ich sagen, also hier diese Menüführung mit den Waffenwechseln und so, das finde ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber ansonsten ist es okay eigentlich, muss ich sagen. Deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Einen macht schon Sinn, ne? Man hat ja echt auch nicht die Möglichkeit, einfach mal die Waffe zu wechseln. Also ich meine, ja, schon eigentlich, ne? Steige ich erstmal aus. Im Flug. Ja, du brauchst zum Looten musst du es nur angucken und dann E drücken, wenn du jetzt schon gekämpft hast. Den Scan-Modus kannst du auch zum Items-Sammeln einsetzen, ne? Dann siehst du die Items, die du looten kannst, besser. Aha. Kann ich dir schon mal einen Tipps geben. Aber du bist ja sowieso voll. Fliegen, ne? Das ist ja echt übel. Echt? So schlimm bei dir? Ja, also ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, so. Das geht. Nichts Schlimmeres. Bei No Man's Sky war es schlimmer, der eine Flugmodus. Finde ich das eigentlich noch human. So, genug Gesundheit war das jetzt null? Bringt euch da einer das Fliegen bei? Okay. Nein, so weit natürlich weg. Nicht. Ich kann nicht fliegen. Also dieses Steuern, ne, dass du mit der Maus diesen Kreis steuerst, ist echt übel. Ja, gewöhnt sich dran. Das geht. Kann man das nicht ändern? Ich hab grad mal geguckt, so überflogen. Oh, hey. Sorry, nein. Konnte man nicht. Was ist mit geheim? Ich mag nicht geheim. Da habe ich Schraubentiere hier rumliegen, Alter. Kann ich eine Werkstatt aufmachen? Eine Werkstatt. Juhu. Okay, da muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob das nicht doch irgendwie möglich ist, weil. Ja.
Wenn du es rausgefunden hast, sag mal Bescheid. Aber bis dahin habe ich mich bestimmt wirklich richtig, also zu 100% dran gewöhnt, dass ich meine, das ging eigentlich. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Hast du mich gerade angespuckt? Was bist du? Geh weg. Drücke Maus 2. Ich soll die Maus drücken, okay. Ich werde nicht gedrückt. Ich habe keine Raketen mehr. Echt? Gehen die zu Ende? Gott, ja. Raketen geschossen. Okay, Spaß am Ball. Wachsen die nach? Na, ich schätze mal nicht. Ich weiß nicht, ob der Roboter was wieder nachmacht. Du hast schon verloren. Mann, das gibt's alle. Bin ich denn so schlecht hier? Wehe, du stirbst. Wehe, du stirbst. Beim ersten Kampf so hoch tot. Nee, ja, wenn, falls du stirbst, dann baue ich eine Statue für dich an meiner Base, okay? Okay. Hier ruht Muni. Auf seinen ersten Jungfernflug im Training gestorben. Qualvoll. Ja. Oh, hier liegt eine Leiche. Ich sehe noch mal, was er dran zu finden. Himmel. Okay, also es tut mir leid, aber ich kann echt schwierig nur fliegen. Ich glaube, ich bleibe auf einem Planeten. Ich bleibe auf einem Planeten. Echt so schlimm, warte mal, ich guck mal zu. Was machst du denn da? Zeig mal. Wo bist du denn? nimm doch mal ein Tempo ein bisschen runter, drück mal S. Ach so. Langsamer fliegen. Wenn jemand so fliegt, wie er jetzt fliegt, na, nicht ganz runter. Alter, willst du mich veräppeln? Ich guck mal ein bisschen Schuhe. Geh auf die Hälfte, stopp, ja. Okay, da ist auch dies ja. Ja, genau. Da ist folgst du. Da bist du. Ja, warte. Da mach er doch, oder? Da ist er doch. Sie ist halt nicht ganz so toll, aber. Ja, aber so ist das schon mal besser. Weißt du? Alter, ich. Und das ist erst der erste Gegner, oder? Komm, ja. Schieß. Und schieß mit der rechten Maustaste dann auch. Rechte Maustaste macht Ballistik. Der macht den Rumpf kaputt. Also erst den Schild kaputt machen mit den Lasern und dann machst du ballistisch schießen, okay? Nehmen an, das wird wieder aufgeladen. Also macht sonst keinen Sinn. Wenn ich dann wieder Raketen, genau. Ja, steht ja da. Guck mal, Raketen 100%. So, wenn du was einsammeln willst, wenn du da Loot siehst, langsam fliegen und dann ganz kurz antippen dann. Nee, das kannst du nicht. Da muss so ein Zeichen dran sein. Hast du was eingesammelt? Ah, das da. Nee, da unten, da links. Ja, genau, da. Das da drin. Einfach angucken mit der Maus und E drücken jetzt. Hast du? Okay, siehst du. Gleich kommen die nächsten. Da kommen noch zwei Leute. Einfach schießen. Das machst du schon. Und bewegen. Oh, genau. Gott. Gas geben. Ja. Ich will meinen Planeten haben. Ach Quatsch. Ah, schade, dass ich dir so nicht helfen kann. Ohne Witz. Oh. Alles gut. Ja. Aber so kann ich dir jetzt schon mal helfen. Das musst du dir halt einfach nur merken. Einfach, wenn der Gegner nicht zu sehen ist, ein bisschen Schub runter. Und dann kriegst du ihn wieder. Das
Hast du einen getötet? Oder zwei einen? Schon. Alle beide. Na, siehste. Siehste, dank Mausis Trainingsprogramm hast du das sogar erfolgreich bestanden. Ja, schön. Genau. Wir müssen hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um willst die du? Riesigen was willst du, Roboter? Crimson Fleet kümmern. Sauerstoff wird beim aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage. Achso, verbraucht. Wo ist denn mein Sauerstoff? Von Creed. Was ist denn mein Sauerstoff da? Jetzt schon irgendwie. So, wir sammeln erstmal ein. Aber die CO2 geht runter. Stimmt, gleich schießen. Na, ich hab's gewusst. Piraten! Was bist du denn für ein kleiner Pirat? Ja, das mache ich auch. Also ich rufe auch manchmal Peng, Peng, Peng. Aber lief doch gut. Du kommst klar mit der Steuerung, ja? Ja. Gut. Na, siehst du. Na. Verlass dich auf die Maus. Wer nimmt denn Milch mit aufs Klo? In welcher Zeit leben wir denn hier? Tja. Also ich nehme doch. Ja, okay. Sagt die Pistole, habe ich da ein bisschen mehr Schuss wieder? Okay, das ist eine Grendel. Oh, ich habe eine Grendel, was auch immer das ist. Rein. Ja, ein paar Schuss. Okay. Weißt du, wie man fliegt, Lose? Zum Planeten? Ja. Ja. Pass auf, nein, du musst dein. Mach das Menü auf. Nicht persönlich hinfliegen. Also mach das. Drück I, war das, glaube ich. Oder? Jetzt gehst du. Ja. Ja, genau, Sternkarte, drück drauf. Dann machst du jetzt, warte, wie war das jetzt? Warte, ich muss deins größer machen, damit ich das sehe. Da hast du oben links, hast du einen kleinen Pfeil, da steht Sternkarte. Ganz oben links. Ja. Tu mal drauf, ja. Jetzt hast du das und jetzt siehst du ja da, wo es leuchtet. Du musst auf den Planeten klicken, zielen. Hier rechts auf den Planeten. Mhm. Genau. Und dann wählst du das da an, dieses Viereck da, wo du hin sollst, genau. Nee, immer, ja genau, nicht auf den leuchtenden Punkt. Achso, okay. Und jetzt kannst du da hinfliegen. Nee, wenn du Nein drückst, fliegst du natürlich nicht. Du musst schon Ja drücken. Ah, und jetzt reisen, ah. Ja genau, jetzt musst du gedrückt halten, X entweder, oder du machst wieder mal auskennen. Ah. Ja, genau. Und dasselbe machst du gleich mit dem Landen. Als wäre ich jetzt da selber hingeflogen. Wir haben den. Ich weiß nicht, ob das erreicht. Geht. Das müsste man dann erst testen, aber ich denke mal nicht, dass das so wie bei Elite ist, dass du selber dahin fliegen kannst. Hier ist ein Spiel, das nehme ich mit. Hoho. Safe. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen.
Wähle einen Schlüssel und drehe ihn dann, bis er die Lücken passt. Und dann einrastet. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. Achso, ist ja noch gar nicht gestartet. E starten. Hm? Ja, oder muss das da passen? Okay. Ja, aber da passt es ja nicht. Drücke nicht R. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Ich mal da. Ein Dietrich. Ein Dietrich. Oh, oh. Ein Dietrich. Ja, aber. Keine Ahnung. Achso, was? Leute, du kostet ein Dietrich. Ach nein, aber das geht ja nicht. Passt doch nirgendwo. Ach doch, da. Wieso passt denn das jetzt? Aber passt trotzdem nicht. Ach, dann verlassen. Ja, bitte. Keine Ahnung. Das muss ich noch üben. Später lache ich mich tot. So, okay. Eine Frage, Mausi. Mhm, darfst du zwei stellen. Okay, zwei Fragen. Wenn man im Raumschiff drin sitzt, ne, und auf dem Planeten ist, da steht drauf verlassen oder aufstehen? Ach so, ja, du musst aufstehen machen, also E gedrückt halten. Ja, verlassen wird wieder fliegen sein, gehe ich mal stark von aus. Oder irgendwas anderes. Aber an den Planeten dann wahrscheinlich, ne? Ja, das kann sein. Spind des Captains. Ich glaube, der spinnt. Der spinnt, der Captain? Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Also... Dieser Roboter, ne, der redet ja schon mit dir auch, oder? Ich glaube, hin und wieder mal, ne? Naja, aber dieses Abgehackte, ne, dieses, weiß ich nicht. Also, er müsste doch eigentlich ordentlich reden können. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht in 1980 oder so, wo die Roboter so geredet haben. Im Film. Oder? Das ist eine gute Frage. Es ist nicht sehr hoch entwickelt. Nein, das muss er noch lernen. Bring dir das bei. Genau, ich bring dir Reden bei. Okay, so geht das also. Spindname? Ich sag ja, ist noch ein bisschen. Was? Spindname? Was? Ja, im Raumschiff gibt es einen Spind, wo ich Sachen reinpacken kann. Ah. Da ich ja schon gelootet habe ohne Ende, bin ich ja schon voll und dick in einmal. Oh. Oh, die dauert aber lange zum Nachladen. Ach so, das steht. Ja, das könnten Piraten sein, die haben auch schwache Lebenszeichen, also. So viele Waffen brauchen wir ja nicht dabei. Da oben ist einer. Du spürst keinen Schmerz. Ja, das hoffe ich. Das ist eine Maschine. Du spürst keinen Schmerz.
Hier ist der Sauerstoff ausgegangen. Oh oh. Mir ist der Sauerstoff ausgegangen. Nu? Sterbe ich jetzt? Er füllt sich wieder auf, wenn du stehst. Hm. Nein, mitten in meinem Raumschiff. Also ich muss auf jeden Fall mehr Lagerräume bauen. Ja, cool, Mann. Voll geil. Einer ist noch. Ah, okay, da ist auch nichts. Hey, Pirat, warum schießt du nicht? Das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, halten aber gut Kopf drauf aus, muss ich ja sagen. Der Verfolgung zu hindern. Schon cool. Na, der ist wohl tot. Mein Leben sieht scheiße aus. Immer schön heilen auf jeden Fall, Moni. Garrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu geben. Immer Mausrad-Tränen für Waffe wechseln, ohne Witz, ne? Ja, das ist furchtbar. Aber vielleicht kann man das ja auch noch ändern. Ja, aber es gibt kein Waffe wechseln. Ich habe schon geguckt. Ich guck noch mal. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder wie bei Barrett und mir. Eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Gibt es nicht. Normalerweise weiß er immer noch auswählt. Okay. Und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Oh, Level 2. Ich bin erleichtert, dass sie nun nicht mehr alles selbst tragen möchten. Bin mal gespannt, was man so skillen kann. Uhaha. Ja, ich habe noch nichts für dich zum Tragen. Lass mich doch nicht erschießen, bist du bescheuert? Weiß wo er ist, irgendwo hier oben. Da ist er doch. Oh, jetzt geht er runter. Willst du mich verarschen? Toll. Darf immer noch 2 Schritte laufen, dann bin ich leer. Mit meinem Sauerstoff. Der rennt hier weg, der Typ. Ja, super. Hin? Komm zurück, mein Freund. Ja, stell dich vor mich. Ah, Mausi? Ja? Du wolltest doch wissen wegen Schnellzugriff, ne? Waffe wechseln, Schnellzugriff, ne? Genau. Ja, okay.
Geh mal auf dem Inventar, wo du die Waffen hast. Achso, okay. Also I. Waffen, ja. So, achso, dann kann ich mir selber dann die Tasten oder was genau, legen. Genau, unten bei Favoriten. Mit B. Also du wählst eine Waffe B aus. Ah. Und dann kannst du sagen, hier 1, 2, 3, 4 bis 9 und sowas. Das heißt, ich kann auch die Heilung auf die 1 setzen, nicht auf die 0. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ah, okay. Okay, dann ist... Okay, das ist doch schon mal. War doch schon mal 1, 2, 3. Dankeschön, Moni Buni. Bitteschön. Ja, funktioniert. Dankeschön. Wieso kann ich denn die Pistole nicht auswählen? Hä? Ich hätte alle gelootet. Ja. Aber ich verliere ganz schön viel Sauerstoff immer. Eieieiei. Kann man da irgendwas machen für? Achso. Ja, bestimmt Fähigkeiten oder so machen jetzt. Ah, jetzt passt es. Okay. Okay, das Level haben sie auch cool gemacht. Musst du Herausforderungen abschließen, um irgendwie. Ach nee, oder das ist zum Level zu kriegen, oder? Ach, keine Ahnung, mal gucken. Munition, Hilfe. Laser, Nahkampf, Ballistik, Zertifikat, Schrotflinte. Ich habe Laser, ja. Töte 20 Gegner mit einer Laserwaffe. Aha. Muss mal gucken. Okay, dann ist das alles da. Dann let's go. Knacke 5 Schlösser. Tja, ich kann doch nicht mal eins knacken, Alter. Ich war zu blöd dafür. Ich bin so froh, dass ich wieder auf dem Boden unten bin. Ah, oh, ist das schön. So, jetzt bleibst du da. Ja, ey, aber ohne Witz, also das wird Larry bestimmt richtig ankotzen, dieser Roboter. Ohne Scheiß. Und vor allen Dingen im Kampf hat er sich einfach mal vor mich gestellt. Ist normal, das sind Begleiter. Ja. Aber du musst ja nicht mit begleiten, du kannst auch ohne gehen. Ja, ja, kann ja auch ohne gehen. Das ist richtig. Was seid ihr denn? Nur das Richtige auswählen. Okay. Ich hatte doch auch Kybernetik, oder nicht? Nicht? Na ja, gut. Oh, mit der Axt ist das nicht cool. Ich weiß nicht, was ich Axt ist cool, ich, ja? Ich oh nein, du tötest gleich mal alle. Oh nein, du Töte. Ja, da muss ich mich ein bisschen genau mit befassen. Es sieht mega aus. Wahnsinn. Ernährung. Aha. Man muss sich auch ordentlich ernähren, glaube ich. Mal schauen. Ja, also ist schon gemacht, also muss ich sagen, also ist auch nicht so schwer. Vielleicht für einen oder anderen vielleicht so einfach. Unberechenbar. Aber ansonsten
Alter. Achso, ja, genau, der da vorhin. Und ich stand da mit meinem Bergbohrer. Achso. Ich wusste nicht, wie man die Waffe wechselt. Ich konnte nicht schießen. Gottes Willen. Mit der Axt wäre es, glaube ich, nicht gewesen. Schmierstoff gibt's aus der Drüse. Ja, warum nicht, ne? Und Fasergewebe. So, ich bin noch nicht mal gerannt und verliere so schnell Sauerstoff oder was? Wollt ihr mich verarschen, dass ich nur ein paar Schritte mal laufen darf und dann muss ich warten? Warum verliere ich Sauerstoff? Du hast auch kein O2. Hast du Helm zu? Ich hoffe es doch. Nicht wie bei Stationiers. Ja, aber dann wäre ich jetzt tot. Okay, was du abbauen kannst, wird dir angezeigt mit dem Bergbohrer. Ja. Okay, nice. Ganz schön. Alter, stell dich vor mir, ich baue dich ab, Vasco. Das sag ich ja, der ist schon ein bisschen komisch. Kann ich dich abbauen? Kann ich dich abbauen? Bist du ein Roboter? Oh, ich fühle mich ja wie zu Hause. Hier bleibe ich wohnen. Kann ich mich laden? Oh, den Dicken kannst du auch was geben, ne? Achso, der Robby. Ja, ja. Hab ich, zumindest. Kann ich den geben, schönes. Hier Anzüge vielleicht. Ich glaube, das ist meine Base da unten. Da bleibe ich wohnen. Wie sehe ich denn, was wiegt? Hat nämlich was mit der Masse zu tun. Ja, das hat was mit Masse zu tun. Den hast du jetzt gegeben? So, ne, warte mal. Achso, das hat er jetzt drin. Dann gib mal mit denen da wieder zurück. Ist hier irgendwas drin? Liegt das was? Warte mal, was du? Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber keine Primärfunktion. Kann ich Ihnen was abnehmen? So, ja, kannst du mir. So, heißt, ich habe 6 Cutter drin oder was? Alter, Tache, Alter, ich habe 6 Cutter drin. Okay, alles lagern. Nee, bestätigen. Ja, ich hatte 5 Äxte dabei gehabt. Ja, man weiß ja nie, ne? Oh, nein, jetzt habe ich alle Grendel gegeben. Warte mal. Ja, genau. Man weiß ja nie. Einen hätte ich gern wieder, wenn es geht. Okay. Ja, kein Wunder. Und schon sammle ich Rohstoffe. Eisen. So geht's los. So kommt ein. So hast du gleich deinen Planeten. Na, und ich drück die rechte Maustaste. An. Oh, Silber. Wir wollten Silber doch haben, ne? Nein. Silber? Ja. Also nicht im Spiel. Verdammt. Ja, ich weiß. Gecheckt. Oh nein. Ich hab's gecheckt. Geil. Aber vielleicht kann ich dir hier was rübergeben. Ja, immerhin.
Das wiegt auch ganz viel, ja. Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger. Sehe ich denn was zu viel wiegt hier? Unter denselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Ja, was dann? Das sieht mir aber sehr, sehr dunkel aus hier. Ja. Dein Ohr piepst schneller, wenn der Schutz deines Anzugs nachlässt. Mit Piepsen. Ja, stirb, du kleine Mistkröte. Okay, also wir werden jetzt nochmal Schloss knacken. Mal gucken, ob es jetzt geht. Oh, Klebeband. Das nehmen wir mit. Drahtspulen. Aha. Daten. Komm ich denn weiter? Das kann nicht sein, dass das jetzt falsch ist. Musst du da ins Loch oder nicht? Kann man hier noch was drehen? Nee, ich kann das drehen. Er hat was getreten? Ist der G auch nicht? Was hast du denn jetzt gedrückt? Ist das rückgängig gedrückt? Ach scheiße, Mann. Hat doch vorhin schon nicht geklappt. Ich den rückgängig gedrückt. Doch wieder von Arsch jetzt. Ja, danke. Kann ich mal vergessen, ja, bitte. Kann ich das nochmal probieren? Richtig. Ja. Also wie gesagt, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, ne? Das ist ganz klar. Das habe ich auch bei Fallout gemacht, das werde ich hier genauso machen. Ich verstehe nicht, wie man Schlossknacken macht. Checkst du? Da komme ich bestimmt gleich auch noch drauf und dann kann ich ja mit mal gucken. Ja, ich kann nicht. Ah nein, jetzt habe ich R gedrückt. Och Mann, und schon kommt man dieses Drecks R. Ah, das war wieder Kacke. R heißt? Zurück. Ach so. Ja, wenn das halt eh erstmal so ein scheiß Dietrich. Ach so, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich den Ring auch irgendwie drehen muss, weil das... Ich weiß nicht. Wenn ich gleich ein Schloss habe, dann kann ich was sagen. Ja, ja. Hast du in dem Dings hast du mindestens zwei, ja. Teilen sie es aber nicht, oder? Hm. Ja, weg. Keine Ahnung. Können wir nochmal probieren, aber. Weiß halt echt nicht.
Barrett und die Crimson Fleet haben eine Vorgeschichte. Sie gehen stets davon aus, er sei ein Schatzjäger im Besitz von Wertgegenständen. Sie liegen falsch. Meistens. Mhm. Warum nehme ich alles mit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Warte mal, jetzt habe ich Q gedrückt. Hä? Ach, dann musst du Q drücken. Ja, warum machen die Taste nicht da noch mit rein, dass man das sieht, was man machen soll? Okay. Wenn es nicht weitergeht beim Schloss öffnen, einfach mal Q drücken. Mhm. Einmal kurz antippen. Mhm. Okay. Aber schon. Muss man wissen. Hier weg, Dickerchen. Aber den kannst du wenigstens wegschieben. Nicht wie bei Skyrim, weißt du, so Ewigkeiten, dass das nicht geht und so. Ja, oder bei Fallout war es genauso. Ja. Der wiegt wenigstens nichts hier. Oder fast nichts. Ich glaube, ich warte erstmal kurz mit alles mitnehmen hier, was ich. An die Taubflaschen, ne, ich muss mitnehmen. Ich muss. Oh, ich hab was gelesen. Verdammt, vielleicht brauchen wir denn wirklich alles. Oh, da ist was Gelbes drin. Mit drei Sternen. Habe ich schon was Legendäres? Was? Ich? Was ist denn das? Ach, Messer. Nahkampf, legendäres Messer. Alter, ich habe schon was Legendäres gefunden. Level 2 und hab schon. Ha? Meine Güte. Durchdringt selbst die stärkste Rüstung. Yeah, so muss das laufen. So muss. Ich habe nichts an. Warte mal, ich habe nichts an. Sag mal, sterbe ich da nicht, wenn ich nichts an habe? Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine kleine UC-Anlage. Okay. Ja. Okay. Wir haben wieder was drauf. Uiuiui, jetzt stell dir mal vor, ich bin rausgegangen hier. Ja. Das hättest du schon gemerkt, ne? Oder im Kampf. Wäre noch schöner gewesen. Alle gucken sie dich dann erstmal komisch an. Hm? Hm. Ah, aber was war das denn? Alter. Spritz mich an. Meine Herren. Also. Ich dachte eben gerade so, was ist das denn für ein komisches Ding drin hier? Das halbe Alien da rausgesprungen. Jetzt stirbt doch endlich. Oh, ach, verdammt, Schulternbuch gewesen. Ach. Ach, der hat drei Leben. Ach, das ist ja frech.
Also wir lesen die auf jeden Fall noch, ne? Das ist keine Frage. Nur bei meinem Lootfinger geht das relativ schnell. Gehen wir mal nach oben. Oh, ein Buch, warte. Oh nein, mein Roboter ist tot. Was? Nein, er steht wieder auf. Nein, er steht wieder auf. Er stirbt. Ich glaube, die können wir alle nochmal lesen. Die lesen wir in Ruhe dann noch. Lol. Hallo, hallo? Renn mich doch um. Wie komme ich nach rüber denn? Ist ja schön, dass ich jetzt gleich tot schieße, aber. Eine Pflanze. Oh, Munitionlade. Oh, Credits, das ist gut, das brauche ich. Er haut ab. Arsch, komm zurück. Feigling. Na, warte. Vor allen Dingen hat sein Freund hier gelassen. Da war noch ein Überlebender. Einfach mal. Boah, Frechheit. Reise schnell zu deinem Schiff und drücke F1, um den Scanner zu öffnen. Nee, ich will noch scannen und so, ne? Kann ich da runter? Hab ich ein Jetpack oder so? Nein? Kein Jetpack. Also wenn ich zu schwer werde, er kann tragen. Da. Ja, die kannst du was geben, ne? So, mein CO2 ist ja schon wieder alle. Oder was auch immer. Vor allem kann das sich nicht bewegen, Alter. Schon sehr anstrengend, oder? Ist das, weil ich voll bin? Kann man dann langsamer laufen? Ah, weiß ich nicht. Ja, wenn du rennst. Ja. Also die Shift-Taste drückst, dann verbrauchst du CO2. Wenn du normal läufst. Ja. Aber ich drücke ja gar nicht die Shift-Taste. Wenn ich Shift-Taste drücke, das ist Rennen bei mir. Warte mal, ich guck mal schnell. Aber ich verbrauche ja auch, wenn ich nicht irgendwie. Was heißt denn jetzt? Okay, das passiert mir nicht. Das ist auch nicht. Hat das vielleicht doch, weil ich voll bin. Das wäre aber möglich, weil ich voll bin. Ja, das könnte sein, wenn du voll bist, ne? Dass es deswegen ist. Moment. Ja. Darf ich nicht voll werden? Oh nein. Darf ich nicht voll werden? Ich auch nicht. Modifizierter Malstrom. Oh, hat sich nicht rübergegeben. Gehen wir den rüber, wechseln nochmal. Sache, ich muss mich noch zurechtfinden hier mit dem Dings, aber ansonsten. Ich habe auch einen Rucksack. Oh. Kann ich da mehr tragen? Oder ist das nur Schutz? Und, boah, aber das ist auch schon ein bisschen nervig. Stimmt. Also, erstmal. Nee, das ist seins. Das ist meins. Hier, das kannst du kriegen. Das.
Nein! Achso, doch, kannst du kriegen, ja, erstmal. Medipacks, na gut, die Medipacks wiegen nix, gut. Sehr schön. Das ist echt gut, dass du mit einmal F drücken siehst du viele verschiedene Sachen. Hab ich dir vorhin gesagt, ja. Achso. Oh nein. So siehst du gleich, was du einsammeln kannst, sowas nicht, hab ich gesagt. So cool. So höre ich zu, Mausi. Ja, so hörst du zu. Hier kriegst du einen ganzen Schrott. Dann merke ich denn, dass der Typ voll ist. Es steht auch Masse dran, irgendwie. Bei ihm. Bei ihm, ja? Mhm. Hm. Jetzt ist er voll, oder? Nee. Doch nicht. Los, wird voll! Also doch. Ja, jetzt ist er voll. Okay. Ist dann wie bei Fallout. Okay. Na, es wird ein Berry auf jeden Fall gefallen, das Spiel so. Hat schon vieles von Fallout 4 und so. Oh. Ja. Favorit war B, hast du gesagt. Warum ist da ein Ausrufungszeichen dran? Okay. Captain, wir sollten fortfahren. Erlauben Sie mir, Ihnen beim Tragen zu helfen. Du kannst schnell. Das meinen die dann. Ja, du kannst mit F auch dann schnell reisen zu deinem Schiff. Okay. So, jetzt drücke ich mal X, mal gucken, was passiert. Passiert dann? Ich habe jetzt X gedrückt und er macht was? Ah ne, dann bist du sofort draußen, dann brauchst du nicht durchs Schiff laufen. Ah. Okay. Wie kann ich dienen? Dass man nicht sagen kann, hier trag mal alles mit dem Scheiß. Ja. So viel Schraubenschlüssel und Pflanzen habe ich dabei. Was habe ich alles aufgesammelt? Oh Mann, ey. Ein richtiger Sammler hier. Gut, dann reicht es aber. Schmugglerware, warte auf Scan. Wir haben nur Schwein gehabt. Oh, was habe ich getan? Nein, nicht aufstehen. Setz dich. Will ich gegen Planeten fliegen?
Gummikäfer-Snack. Mh, lecker. Würstchenwürmer. Oh, das wird immer ekliger hier. Ich krieg schon richtig Hunger. Bier, das nehme ich mit. Das ist gesund. Bier nimmst du mit, okay. Bier ist gesund. Oh, da ist ein Pirat, Stufe 2. Schaffe ich den? Ach, nein. Der macht dich alle. Ich versuch's mal mit der Axt. Kann man hier atmen? Nee, ne? Oh doch. Okay. Oh ja. Ist mir egal. Gib mir den. Ja, gib mir mal den ganzen Scheiß, was du hast. Alles nehmen. Wirklich alles nehmen? Ja. Dankeschön. Da der auch keinen Helm auf hat, sollte ich doch auch jetzt, wenn ich so, dürfte ich doch keine Probleme haben beim Laufen. Doch, ich verliere trotzdem CO2. Arschen? Noch nackig, oder? Ja. Okay. Na gut. Irgendwas verkaufen? Ja. Okay. Ups, ich will nicht schießen. Alles gut. Dann muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob man das vielleicht ausschalten kann, weil das ist echt. Was denn? Was ausschalten? Ja, dass man so die Namen sieht, da ist ein Pirat und sowas, wenn du hinguckst. Müsstest du ausschalten können. Aber dann weißt du nicht, was du angreifst. Na, dann greifst du einen Freund an. Oh, der geht ja, einfach nicht tot, der Gegner. Der geht einfach nicht tot. Oder du tötest die falsche Person. Kann ja auch sein. Oh nein. Shopping. Das ob war ich das schaffe, das zum Shopping. Ach, vielleicht hätte ich mich da leer machen sollen. Hast du mich gerade nach, ob ich gesucht werde, gescannt? Willst du mich verarschen? Alter, wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie ein Verbrecher? Geht's noch? Schon gemein, also muss ich ja sagen, ja. Also. Mit Chat wieder groß machen. Ja. Okay, das ist also nicht. Bitte lass mich verkaufen. Ja gut, lass mir erstmal so. Nö, ich war schon hier mal. Was? Ja, das war tja. Mein Kopf! Sein Begräbnis! Ziel erledigt. Die ist komisch, Alter. Nur Atlantis ist eine große Stadt, Alter, und die kennt jedes Gesicht. Sie wollen mich töten. Doch streng genommen lebe ich gar nicht. Krass, sie helfen sich auch gegenseitig, die Leute, ne? Voll geil. Okay. Sie kriechen weg und wollten halt den anderen eben helfen, so. Okay, nice gemacht. Echt nice gemacht. Okay.
Ohne Axt? Ich hab schon zu wenig. Sprudelwasser, auch cool. Das ist die Tussi, die Astrid von Skyrim, die da gerade redet bei mir. Oh, geil. So kannst du dich aussehen, okay. Ja, gut. Tja, ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Zwinker, Zwinker. Ich wiederhole, der Terrorwurf ist frei. Sie von der dunklen Bruderschaft. Aber ich brauche jetzt immer noch irgendwie was, wo ich was handeln kann. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Kann ich denen auch wieder alles geben oder? Nee, na, das ging nicht. Musste ich. Ich kann nur alles nehmen, aber nicht alles geben. Scheiße. Wirklich so viel. Und gleich wieder alles rückgängig. Geht schnell sowas. Mhm. Dann machen wir uns mal leer. Ja. Alles rüber. So, den Rucksack wollte ich anziehen. Mann! Hättest du sonst einen Rucksack gekriegt? Blöd. Ja, jetzt wiege ich ja weniger als genug. Gut, so. Kleidung gucken. Nee, doch, da. Aber ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ja, sowas geht schnell. Bei Bethesda zumindest.
Okay. Okay, das ist ein Laden. Sehr schön. Hier kann ich verkaufen, bestimmt. Ja, ja, ja. Alles nehmen. Okay, danke. Ja, halt doch die Klappe. Da. Nee, ich will. Verkaufen. Gut. Nein. Was habe ich jetzt verkauft? Verkaufen? Habe ich das verkauft? Ach so, so. Ein Ding habe ich verkauft. Okay, nee, alles gut. Oh, ich darf die rechte Maustaste drücken. Ich darf nichts drücken, Alter. Alter. Kriegst du Angst, da kriegst du Angst, sag ich dir. Ach, jetzt habe ich das Klopapier verkauft. Ich hätte es brauchen können. Mhm. Weiß ja nie. Ich glaube trotzdem noch ganz schön viel. Alles. Okay. Ich hoffe, ins Schiff passt jede Menge Zeug rein. So, führe da. Okay. Mhm. Kann ich hier gerade hin? Soll ich denn hin? Müssen das, was sagt denn das Ausrufungszeichen da?
Pass auf, ich ahne was. Ich werde jetzt bestimmt als Pirat angesehen. Weiß nicht. Oh nein. Ach, wir werden sehen. Die Maus ist ein Pirat. Aber ich glaube, ich muss nachher weiterspielen, dann, also mir fallen schon die Augen zu eng. Ja, kann man ja machen. Ja. Ich werde es nämlich auch bei zwei abmachen, dann will ich es erstmal vorbereiten für Olinchen. Ach so, Olinchen steht ja auch gleich auf. Ja, ja, genau. Genau. Das heißt, ich werde jetzt auch dahin fahren. Man könnte ja jetzt hier direkt speichern. Kann man speichern da, ja? Mhm. Tür zu und hier wohnen wir ab sofort. Also ich habe den ersten Safe jetzt geknackt. Das ging. Ja, mit der Q-Taste geht's, ne? Aber es wäre schön, wenn das auch da unten angezeigt werden würde, die Taste. Okay, ich bisschen... Q-Taste wusste ich jetzt nicht. Okay, aber du hast es ja irgendwie geknackt, also. Ja, ich bin halt. So wie es halt dran stand, halt mehr mit E den Schlüssel benutzen. Ja, das hatte ich auch gemacht, ja. Mit A, D und sowas kannst du ja dann das Rädchen drehen. Ja, die kleinen, ja. Und weiter, ja. Und dann suchst du dir halt aus, was zuerst passt und dann geht's halt weiter. Also du musst nicht das erste nehmen, sondern da war ich irritiert gewesen. Ich dachte so, hä, die Zähne passen doch gar nicht da rein. Dann bin ich auf den nächsten und dann bei dem dritten, glaube ich, ging das dann los, da hat es gepasst, da habe ich dann E gedrückt und dann ging das weg und dann ging den nächsten. Aber ich teste auch mal dann hier mit Q mal, wie das dann aussieht. Ja. Ja, dann... Dann speichere ich mal kurz. Genau. Oder würde ich sagen. Ich verabschiede mich da schon mal im Stream und bin gleich wieder bei dir kurz. Genau, ich würde mich auch verabschieden. Genau, dann sehen wir uns gleich. Genau, bis gleich. So, ihr Lieben. Wie gesagt, ich würde jetzt hier kurz einen Break machen. Oder einen Cut machen oder sowas. Was auch immer. Kurz rüber. So. Ich würde hier kurz Feier machen. Wie gesagt, ich muss Olinchen zur Arbeit bringen und Frühstück vorbereiten etc. alles. Und ich denke, wir werden uns später dann wieder sehen. Ich weiß noch nicht wann, weil wir müssen ja, oder ich muss wieder Olinchen abholen von der Arbeit. Aber heute Abend, glaube ich, wollte sie auch dann streamen. Dann gucken wir mal, ob sie streamt, ob wir beide streamen, alle drei vielleicht, Mausi auch wieder dabei. Gucken wir einfach, ne? Vielen Dank, dass ihr bei wart. War sehr ruhig. Macht aber nichts trotzdem. Vielen Dank. Und es wird ja auch wieder auf YouTube hochgeladen. Und da könnt ihr es auch wieder sehen. Ansonsten, macht's gut. Ja. Wie gesagt, macht's gut. Wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Ciao, ciao.